Das Orgelporträt. Die Schulze-Orgel in Linderbach. Linderbach ist ein Ortsteil der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Der Ort liegt etwa 4 Kilometer östlich der Erfurter Altstadt. Die Umgebung ist landwirtschaftliche Nutzfläche und nahezu waldfrei. Das Dorf liegt am Linderbach, einem Nebenfluss der Gramme. Linderbach ist jünger als die meisten anderen Orte der Umgebung. Es wurde erst 1104 erstmals urkundlich erwähnt. Im Güterverzeichnis des Erfurter Petersklosters hieß der Ort Linderbäche. 1343 wurde Linderbach von den Grafen von Gleichen mit der Grafschaft Fieselbach an die Stadt Erfurt verkauft. Nach der Säkularisation 1802 kamen Erfurt und die umliegenden Gemeinden zu Preußen. Auf dem Wiener Kongress 1815 wurde beschlossen, einige östlich von Erfurt gelegene Dörfer, einschließlich Linderbach, dem Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach anzugliedern. Somit gehörte Linderbach bis 1945 zum Landkreis Weimar, während Erfurt preußisch blieb. Die Staatsgrenze zwischen Weimar bzw. später Thüringen und Preußen verlief unmittelbar westlich von Linderbach. 1994 erfolgte die Eingemeindung in die Stadt Erfurt. Bei Linderbach, in dem derzeit rund 880 Einwohnerinnen und Einwohner leben, liegen heute auch zwei der größten Gewerbeflächen der Stadt Erfurt. Die evangelische Dorfkirche Unseren lieben Frauen ist ein im Ursprung romanischer Bau, der in der Zeit der Gotik das heute noch bestehende Langhaus erhielt. Der wertvolle Altar wurde im Jahre 1495 in einer Erfurter Werkstatt gefertigt. Die heutige Orgel wurde 1857 erbaut. Sie ist das zeitlich letzte Werk des großen Johann Friedrich Schulze aus Paulinzella. Ihr volles Werk erklang eingangs in dem Orgelchoral »Jesu, meine Freude« von Christian Heinrich Rink. Das folgende Choralvorspiel über das Lied »Nun sich der Tag geendet hat« stammt von Hermann Bönicke. Geboren 1821 in Endorf im Sauerland, wirkte er später als Organist im rumänischen Hermannstadt. Seine heute vollkommen vergessenen Kompositionen lassen uns Bönicke als einen feinsinnigen Komponisten mit großem kontrapunktischem Geschick erkennen. Thank you.
Johann Friedrich Schulze, der Erbauer der Orgel in Linderbach, gilt als einer der bedeutendsten Orgelbauer im Deutschland des 19. Jahrhunderts überhaupt. Geboren wurde er 1793 in Milbitz, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Sein Vater Johann Andreas war, ebenso wie die zwei Generationen zuvor, Orgelbauer. Doch starb der Vater, als Johann Friedrich gerade einmal 13 Jahre alt war. Und so erlernte Johann Friedrich Schulze sein Handwerk bei Johann Benjamin Witzmann in Stadt-Ilm. Nach dem Tod Witzmanns machte sich Schulze sodann in Milbitz selbstständig. Die Werkstatt wurde dann 1825 ins romantisch gelegene Paulinzeller verlegt und erlangte von dort aus, man kann es ohne Übertreibung sagen, Weltgeltung. Maßgeblich für Schulzes künstlerische Entwicklung war die Zusammenarbeit mit dem Weimarer Organisten Johann Gottlob Töpfer. Schulze war der Erste, der Töpfers Orgelbautheorien praktisch umsetzte, und so schufen Töpfer und Schulze gemeinsam ein neues Klangideal und bereiteten den Weg für die deutsche Orgelromantik. Aber auch in technischer Hinsicht betrat Schulze vielfach Neuland. So geht die Trakturkonstruktion mit Wellenrahmen und Strahlentraktur auf Schulze zurück. Um 1850 stand Johann Friedrich Schulze auf dem Zenit seiner Meisterschaft. Die in jener Zeit gebauten Großorgeln im Bremer Dom, in der Lübecker Marienkirche und sogar im Crystal Palace in London zeigen, dass seine Kunst weithin Anerkennung fand. Johann Friedrich Schulze starb am 9. Januar 1858. Seine Söhne Edmund Schulze, geboren 1824, und Eduard Schulze, 1830 zur Welt gekommen, führten die Werkstatt zusammen mit ihren Brüdern Oskar und Herwart noch bis 1881 weiter. Als konsequente Verfechter von Schleifladen und mechanischen Trakturen hatte es die Firma Schulze am Ende schwer, größere Neubauaufträge zu erlangen, und so endete mit dem Tod von Edmund und Eduard Schulze 1878 bzw. 1880 ein glanzvolles Jahrhundert Orgelbaugeschichte mit dem Namen Schulze. Die 1857 eingeweihte Orgel in Linderbach ist die letzte Orgel, die der große Johann Friedrich Schulze noch selbst erbaut hat. Mit 12 Registern gehört sie zu den kleineren Instrumenten des Meisters. Einige Besonderheiten der Schulze-Werkstatt finden wir auch in Linderbach, so beispielsweise die beidseitig nach oben geschwungene Pedalklaviatur oder die aufwendig gearbeitete Flauto Traverso. Schulzes Traversflöten sind immer rund gedrechselt und wurden danach hohl gebohrt. Diese Herstellungsweise verlangt höchste Präzision in der Ausführung. Hören wir einmal diese besondere Traversflöte im ersten der folgenden drei Choralvorspiele von Christian Heinrich Rink. Thank you.
Die Orgel von Johann Friedrich Schulze in Linderbach wurde im Laufe der Zeit nur leicht verändert. Eine aufwendige und stilgerechte Restaurierung wurde in den Jahren 2002 bis 2009 durch die Firma Vogtländischer Orgelbau Thomas Wolf aus Limbach ausgeführt. Beide Manuale haben einen Tonumfang vom Tongroß C bis zum 3' F. Das Hauptwerk besitzt zunächst einen fülligen Bordun 16 Fuß, sodann Prinzipal, Hohlflöte und Gambe 8 Fuß, eine Oktave 4 Fuß und eine fünffache Mixtur auf 2 Fuß Basis. Auch das Oberwerk besitzt mit dem lieblich gedackt ein Register auf 16 Fuß Basis. Die bereits erwähnte Flauto Traverso 8 Fuß und das lieblich gedackt 8 Fuß besitzen zusammen einen gemeinsamen Registerzug. Dazu kommen noch ein Geigenprinzipal und eine Gedaktflöte 4 Fuß. Im Pedal, das bis zum 1' D ausgebaut ist, finden wir einen Subbass 16 Fuß und einen Prinzipalbass 8 Fuß. Neben der üblichen Manual- und der Pedalkoppel besitzt die Orgel noch eine Manual-Großkoppel, also eine Suboktavkoppel. Abschließend folgt noch ein weiteres Choralvorspiel von Christian Heinrich Rink auf den Choral »Herr, ich habe missgehandelt«, verarbeitet im kunstvollen vierfachen Kontrapunkt.